Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hachiko ist auch mit dabei. Ich möchte euch heute die fünf Bücher vorstellen, die ich im November beendet habe. Zwei davon werde ich jetzt nur kurz am Anfang mal erwähnen, denn da gibt es bereits ein separates Video. Das verlinke ich euch mal in der Infokarte oben. Das könnt ihr sehr gerne euch noch anschauen, denn beide Bücher sind für den Schweizer Buchpreis nominiert. Die Verleihung des Schweizer Buchpreises findet am 17. November statt und ich freue mich schon sehr. Wir fahren nach Basel und sind dann mit dabei. Und um das nicht redundant zu machen, deswegen nur kurz etwas zu diesen beiden Büchern. Hier haben wir zum einen Tabak und Schokolade von Martin R. Dean. Beide Bücher, die ich gelesen habe, die nominiert sind für den Schweizer Buchpreis, sind eigentlich Familiengeschichten der Autor. Hier geht es um die Karibik. Martins Mutter ist als junge Frau aus der Schweiz weggegangen. Sie wollte aus diesem Dorf ausbrechen, in dem alle eigentlich in der Tabakherstellung, also in Zigarrenrollen und sowas gearbeitet haben, und wird Au-pair in London. Dort trifft sie den Vater des Autors, der indischer Abstammung ist, aber eigentlich aus Trinidad kommt. Und so verbringt sie auch einige Zeit auf Trinidad, allerdings dann schon allein, nur mit ihrem Kind, denn der Mann, mit dem sie zusammen ist, war am Anfang sehr charmant, wird dann gewalttätig und sie muss vor ihm fliehen. Und so sind die Kleinkindjahre des Autors eben ganz anders als in der Schweiz. Und er lebt dann dort auf einer Plantage mit. Und die Rückkehr in die Schweiz wird sehr schwierig sein für ihn. Seine Hautfarbe ist anders als die der meisten in dem Dorf. Und es geht ganz viel auch um Fremdenfeindlichkeit, um Rassismus in der Schweiz. Es geht aber auch viel um Kolonialismus, um die indischen Kontraktarbeiter auf Trinidad, die eigentlich nur Sklaven mit einem Arbeitsvertrag waren, so dass hier ganz viel Gesellschaftsgeschichte auch reingepackt wurde in diese individuelle Familiengeschichte, die auch wirklich außergewöhnlich und erzählenswert ist. Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Es gab nur so einen kleinen Abzug von mir. Manchmal wirkte er ein bisschen bitter, der Autor. Hier und da, ich fand, das war nicht unbedingt nötig für die Geschichte. Mir hätte es einfach ohne diese Einsprengsel noch ein bisschen besser gefallen. Aber bei dem Autor drücke ich sehr die Daumen für den Schweizer Buchpreis. Und das zweite Buch ist von Sora del Buono. Ihr Vater ist Italiener gewesen, in die Schweiz gekommen und auch gegenüber ihm und ihr dann auch als Tochter gab es einige Anfeindungen. Sie kennt ihren Vater aber gar nicht so gut, denn als sie eigentlich noch ein Baby war, ist er in einem Autounfall verstorben. Er ist mit seinem Schwager, also dem Bruder der Mutter der Autorin, im Auto gefahren, einem VW Käfer. Ja, gerade auch dieses Auto spielt immer wieder eine Rolle im Buch und auch im Leben der Autorin. In einem VW Käfer vor der Zeit der Kopfstützen. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Es war ein frontaler Aufprall. Im Gegenverkehr hat jemand überholt, ohne wirklich einsehen zu können, ob man da überholen kann. Und ist dann frontal auf das Auto halt draufgefahren. Die Autorin versucht mehr über diesen Unfall herauszufinden, denn das ist auch so, in beiden Geschichten wird ganz viel über die eigentliche Geschichte geschwiegen in der Familie. Und sie weiß nicht so richtig, was passiert ist und möchte ihrem Vater näher kommen, recherchiert ganz viel und kommt damit in ihrer Recherche aber eigentlich dem Täter, naja, etwas näher in dem Sinne, dass sie ihn als Mensch mit mehreren Facetten sehen wird und eben nicht nur als den anderen unverantwortlichen Autofahrer. Diese Wendung fand ich auch sehr, sehr gut. Das Buch ist auch gut geschrieben, aber für mich gab es hier sehr viel hin und her. Es gab ganz viele Einschübe. Die Autorin geht dann immer ins Café und spricht mit zwei Freunden von ihr. Diese Gespräche kommen immer wieder mit rein. In der sie dann auch ihre Recherche oder in denen sie dann auch die Recherche reflektiert. Allerdings gibt es auch so ein paar Passagen, wie zum Beispiel eine Bahnfahrt, in der sie dann
ein kleines Mädchen, das noch Windeln anhat, beschreibt. Und vieles halt einfach für mich nichts mit der Geschichte zu tun hatte. Und dann etwas wirr war. Gegen Ende hin hat mir das Buch besser gefallen. Jetzt habe ich eigentlich schon viel mehr geredet über die beiden Bücher, als ich wollte. aber auch das Video zum Schweizer Buchpreis haben gar nicht so viele gesehen. Also vielleicht ist es euch auch noch unbekannt. Ich hoffe, wenn nicht, dann konntet ihr ja auch unten in der Infobox hin und her springen und dann erst die Bücher schauen, die ihr noch nicht kennt. Denn ich habe festgestellt, der Schweizer Buchpreis ist auch nicht so populär wie der Deutsche Buchpreis, was sich auch an den Video-Klickzahlen niederschlägt. Also ich habe ja ein ähnliches Video gemacht zum Deutschen Buchpreis, wo ich zwei Bücher auch besprochen habe. Da merkt man einen ganz, ganz deutlichen Unterschied zum Schweizer Buchpreis. Aber ich bin schon sehr gespannt. Der wird in Basel im Theater verliehen und ich freue mich sehr darauf. Dann las ich einen sehr dicken Klassiker von Maria Edgeworth und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die Autorin vorher noch gar nicht kannte. Sie wird aber so in einer Linie mit Jane Austen genannt, also quasi, sie war ein bisschen vor Jane Austen, so 30 Jahre ungefähr. Und hat auch zu einer Zeit Romane geschrieben, in der es immer mehr Frauen gab, die auch Romane geschrieben haben. Allerdings wehrt sie sich gegen den Ausdruck Roman. Sie betitelt diese Geschichte Belinda, in der es um eine junge Frau geht, die in die Gesellschaft eingeführt wird und die dann auch so die Gesellschaft widerspiegelt und ihren Platz, ihren Ruf reflektiert, ihre Ziele versucht durchzusetzen und dabei auf Grenzen stößt. Also diese eigentlich Coming-of-Age-Geschichte ist ja auch so ähnlich, auch was bei Jane Austen dann in den Romanen passiert, in denen wir auch junge Frauen begleiten bis zur Verheiratung und so ist es auch hier. Aber sie nennt das nicht Roman, sondern ich glaube eine Moralerzählung. Hachiko ist halt sehr liebebedürftig. Belinda wird hier von ihrer Tante zu einer, ja, Gesellschaftsdame geschickt, Lady Delacour, nach London, um dort ja einfach mehr Kontakte knüpfen zu können und auch mit dem Wunsch der Tante, dass sie einen Ehemann findet, einen möglichst vermögenden Ehemann. Ja, die Tante steht auch in einem nicht ganz so guten Ruf. Sie hat den Ruf einer Kupplerin und hat eben auch anderen Cousinen von Belinda vorher schon einem Ehemann verholfen. Diese Ehen sind aber wohl gar nicht so glücklich und erfolgreich geschlossen worden. Belinda findet sich dann in diesem Haushalt wieder von Lady Delacour und sie scheint nur für die Gesellschaft zu leben. Sie gibt ständig Empfänge bei sich zu Hause, sie besucht andere, lädt immer irgendwelche Leute zu sich ein und versucht dann dort das sprühende Leben und die Heiterkeit zu sein. Allerdings ist in ihrem Leben auch so einiges schiefgegangen. Sie ist verheiratet mit Lord Delacour und die Ehe ist ganz schlimm. Also sie respektieren sich gegenseitig überhaupt nicht. Sie machen sich auch gerne vor Publikum ja, lächerlich, also den anderen dann jeweils. Und ja, so leben sie beide eigentlich, jeder sein eigenes Leben, zurückgezogen. Lord Delacour trinkt sehr viel und kommt häufig dann betrunken nach Hause. Und Belinda versucht so nach und nach auch hinter die Fassade von Lady Delacour zu blicken, erfährt ihre Geschichte, erfährt auch, dass sie Schwierigkeiten damit hatte, ihren Wunsch zu verfolgen, ein Kind zu haben. Und dann, als es nach einigen Schicksalsschlägen dann doch geklappt hat, hat sie sich dazu entschlossen, das Kind von anderen Menschen erziehen zu lassen, weil sie glaubt, dass es bei ihr halt eh nicht funktionieren würde, so richtig. Naja, und Belindas Aufgabe ist es jetzt, da im Leben von Lady Delacour aufzuräumen und dabei trifft sie aber auch auf elegante junge Männer und verliebt sich so ein bisschen, ist aber insgesamt eher sehr rational und kühl und ja, denkt logisch, mehr als dass sie von ihren Gefühlen geleitet wird. Manchmal auch meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr. Also sie ist wirklich sehr zurückhaltend, sehr anständig, sehr reflektiert, sehr höflich, sehr darauf bedacht ist, den anderen Menschen ja, angenehm den anderen Menschen gegenüber sich zu verhalten, aber auch ihre eigenen Prinzipien dabei nicht zu verraten. Also sie ist schon sehr perfekt.
Und dann gibt es halt einfach in der Geschichte so ein paar Wendungen, um das alles ein bisschen spannend zu machen. Also was wir noch so über Lady und Lord Delacour erfahren, aber auch in Belindas Liebesleben, ihre Verehrer haben da noch so ein paar Geheimnisse, die allerdings, finde ich, so ein bisschen ungeschickt dann eingeworfen wurden. Also die Geschichte hat einen Strang verfolgt und man hat noch gar nichts, keine Andeutung, nichts irgendwie mal mitbekommen, dass da etwas im Argen liegen könnte. Und dann geht es auf einmal mit einem Schlag los und dann wird nur noch darüber gesprochen. Dann wird nur noch dieser Strang der Geschichte verfolgt, bis dann auch bei der nächsten Person irgendein Geheimnis aufgedeckt wird, das vorher auch noch überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und dann wieder wird gewechselt und nur diesen Strang dann in der Geschichte Platz eingeräumt. So war es manchmal ein bisschen anstrengend zu lesen. Ich fand es aber gerade auch so im historischen Sinn sehr interessant zu sehen, was so kurz vor Jane Austen passiert ist, literarisch, und durch was dann auch die Austen-Romane mit beeinflusst wurden, durch welche Strömungen. Also ich kann das schon empfehlen, aber nicht uneingeschränkt. Und es gibt eben auch so einige Seltsamkeiten, Sachen, die uns heute seltsam und respektlos oder diskriminierend erscheinen, weil es einfach aus einer anderen Zeit kommt und das an mancher Stelle vielleicht auch nicht so gut gealtert ist. Aber das war für mich ein Drei-Sterne-Buch. Also schon ein Klassiker, den ich auch gerne gelesen habe. Aber ich glaube, kein Buch, das ich nochmal lesen werde, wie manch andere Klassiker. Und dann habe ich noch zwei Bücher gelesen, beziehungsweise eins gelesen, eins gehört, zum gleichen Thema. Zum einen das Hörbuch von Anne Berest, Die Postkarte, und das physische Buch von Rachel Jedinak, Wir waren nur Kinder. Beide Bücher befassen sich mit den Juden in Paris, als das von den Deutschen, von den Nazis besetzt wurde, und dann den Verhaftungen, den Abtransporten. Und wir folgen hier einfach zwei unterschiedlichen Familien. Die Postkarte von Anne Berest wird von einer Nachfahrin erzählt, oder aus der Perspektive dieser Nachfahrin, eben Anne Berest. Ihre Großmutter ist eine oder die einzige überlebende Jüdin aus der Familie. Die Geschwister und die Eltern der Großmutter sind alle umgekommen und so viel ungefähr wusste auch die Autorin, aber dann wird ganz vieles im Gespräch mit ihrer Mutter auch erst noch ja, herausgefunden, was eigentlich in der Familiengeschichte noch so passiert ist, welchen Weg die Familienmitglieder gegangen sind. Und ausschlaggebender Punkt hierfür ist eine Postkarte, die ankommt, ich glaube 2008, auf der nur die Namen der Verstorbenen, also der Geschwister und der Eltern von Miriam, der Oma, der Autorin, draufstehen und sonst nichts. Diese Postkarte fällt der Autorin in die Hände und sie versucht dann zu recherchieren, woher die Postkarte stammt, warum da jemand nur die Namen draufgeschrieben hat. Sie setzt auch einen Privatdetektiv ein, um Hilfe zu erhalten hierbei. Und sie spricht eben ganz viel mit ihrer Mutter, also der Tochter von Miriam, darüber, was ihren Vorfahren oder ihrer Familie widerfahren ist. Das waren Juden, die auch aus Osteuropa kamen, eine Zeit lang auch in Israel gelebt haben und dann aber nach Paris gegangen sind und dort unbedingt auch französisch werden wollten, also auch die französische Staatsbürgerschaft annehmen wollten. Und aufgrund dessen, dass da dieser Antrag lief, hat der Vater der Familie sich auch allen Regeln gebeugt und hat versucht, alles einzuhalten, das Gesetz wirklich zu befolgen. Und so wurde er auch registriert, seine Arbeitsstelle. Er hat auch seine Kinder dazu angehalten, sich registrieren zu lassen. Und somit wurden die dann erfasst und standen dann eben auch auf den Listen der Menschen, die weggeschickt werden sollten. Also man wusste ja zu der Zeit noch gar nicht so richtig, was dann mit den Menschen passiert. Ihnen wurde gesagt, sie sollen nach Deutschland zum Arbeiten gehen, aber letztendlich sind sie in Auschwitz gelandet. Sie haben das alle nicht überlebt und die Geschichte der Menschen eben, die da abtransportiert wurden, die in Auschwitz dann vielleicht auch in irgendeinen anderen Erzählungen dann wieder aufgetaucht sind, versucht dann die Autorin zusammen mit ihrer Mutter zu rekonstruieren, also zu erfahren, was ist denn eigentlich mit den Leuten passiert, was ist mit meiner Familie passiert. Gleichzeitig
setzt die Autorin sich aber auch mit ihrem eigenen Jüdischsein auseinander, in Gesprächen mit anderen und auch vor dem Hintergrund dessen, dass ihrer Tochter gegenüber auch etwas Antisemitisches in der Schule geäußert wurde. Sodass wir hier verschiedene Zeitebenen in einer Geschichte vereint haben. Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Es war schockierend, auch ne, wenn man in heutiger Zeit schon recht viel darüber weiß, was passiert ist. Trotzdem kann man es einfach nicht fassen, wie das so Schritt für Schritt vor sich gegangen ist und das alles so behördlich und bürokratisch abgelaufen ist und ja, die Leute halt dann in die Vernichtung transportiert wurden. Und auch Rachel erfährt ganz Ähnliches. Sie ist ein sehr kleines Kind noch. Zu Beginn wird sie gerade eingeschult in Paris und da gab es dann schon so ein paar, oder so nach und nach kamen dann einige Restriktionen. Also sie durfte dann nicht mit ihren Freundinnen mehr im Park spielen, im Öffentlichen, sie durfte nicht ins Schwimmbad gehen. Irgendwann mussten sie dann Judensterne tragen. Und Rachel ist jetzt, also hier sehen wir das nicht aus der Perspektive eines Nachfahren oder einer Nachfahrin, sondern ist wirklich sie selber. Das ist die Autorin, die heute 90 ist. Und sie erzählt hier ihre eigene Geschichte und die Geschichte ihrer Familie. Denn auch hier war es ähnlich. Die Eltern wurden abtransportiert. Auch sie war mit ihrer Schwester zusammen in den Sammelstellen. Sie beschreibt ebenso dieses bürokratische Voranschreiten dieser immer stärker werdenden Einschränkungen, dieses Registrieren ständig, dann das Abgeholt werden, irgendwas zusammenpacken. Auch ihnen wurde erzählt, sie sollten nach Deutschland zum Arbeiten gehen. Allerdings hat das die Mutter Rachels dann schon durchschaut. Sie hat gesagt, wie sollen wir denn arbeiten, wenn wir hier die kleinen Kinder auf dem Arm haben? Die schicken uns nicht zum Arbeiten. Und hat dann ihre beiden Töchter dazu angehalten, zu fliehen, sobald sie die Möglichkeit haben, und hat ihnen dann auch zur Flucht verholfen. Selber ist sie allerdings in ein Lager gekommen, ebenso wie ihr Mann schon ein Stück vorher. Rachel erzählt also dann von der Flucht zusammen mit ihrer Schwester, die ein paar Jahre älter war als sie, und von ihrem Verzweifeln daran, als dann der Weltkrieg zu Ende war und dann ein paar Menschen zurückkamen, aber eben viel zu wenig. Und als sie dann auch den Zustand der Inhaftierten gesehen haben, die zurückkamen, dass man das gar nicht fassen konnte. Auch in die Postkarte geht es dann auch darum, dass hier Miriam oder hier eben Rachel und ihre Schwester versucht haben, mit Fotos von ihren Familienmitgliedern diese wiederzufinden und dass da ein absolutes Chaos geherrscht haben muss in Paris. Die KZ-Häftlinge, die befreit wurden, wurden da in einem Hotel untergebracht, aber auch da eigentlich unter nicht wirklich guten Bedingungen. Also das war ähnlich wie so ein Lageralltag. Einfach viel zu viele Menschen auf viel zu engem Raum. Und dass dann das gutmeinende Franzosen, die den Leuten was zu essen geben wollten, weil sie eben so abgemagert waren und so schlimm aussahen, dass die sie dann letztendlich versehentlich umgebracht haben, weil der Magen und der Körper der Menschen das gar nicht verarbeiten konnte, dann einfach nur ein Joghurt oder irgendwas. Und die dann schon wieder quasi in Sicherheit in Paris daran gestorben sind, dass sie was gegessen haben. Auch in diesem Buch gibt es eine Zeitebene in der Gegenwart. Allerdings erzählt hier die Autorin, wie sie sich dann vor allem seit ihrer Rente engagiert hat, die Geschichte der Juden von Paris publik zu machen und an die Schulen zu gehen und dort Gedenktafeln zu errichten und einfach mit Leuten zu reden und zu zeigen, wie schlimm das damals war und was genau eigentlich passiert ist. Und auch das, obwohl das ein sehr, sehr dünnes Buch ist, war sehr bewegend und kann ich euch auch sehr ans Herz legen, sehr empfehlen. Das waren die Bücher, die mich im Oktober, ich glaube, ich habe jetzt drei verschiedene Monate in diesem Video gesagt, oder? Im Oktober begleitet haben.
Der November fing jetzt gerade erst an. Wie immer freue ich mich auf eure Kommentare. Vielleicht kennt ihr ja eines der Bücher oder vielleicht konnte ich auch euer Interesse wecken. Das würde mich dann sehr interessieren, für welches Buch. Und damit bedanke ich mich dann bei euch fürs Schauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!